Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal Frage und Antwort, das heißt Q&A. Ihr könntet mir ordentlich Fragen auf Insta und YouTube stellen. Ihr stellt mir Fragen, ich beantworte sie. Ich bin auf dem Weg zu den 1000 Abos, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht noch abonnieren könntet. Würde ich sagen, geht's direkt auch schon los. Viel Spaß mit dem Video. Vielleicht ist eure Frage ja dabei. Viel Spaß. Coletti Magic fragt, mit welcher App schneidest du deine Videos? Die Frage kriege ich sehr oft gestellt. Ich schneide mit InShot, das ist eine Handy-App, die ist auch kostenlos. Könntet ihr euch so auf Google Play so einfach runterladen. Hat, glaube ich, auch fast 5 Sterne, also ich finde die auch mega gut. Damit habe ich auch die YouTube-Kacke geschnitten, ihr seht, das geht. Ich sage, gehen wir zur nächsten Frage. Unicorn XD sagt, mach einen Riffle-Fan über einem Waschbecken voller Wasser, haha, volles Risiko. Okay, das kann nur schief gehen. Ja. Weil film mal ran. Das ist Wasser und das sind die Karten. Die kann man wegschmeißen. Nö. Bringe ich die noch in den Mülleimer, die nassen? Die kann man gar nicht mehr springen. Laurens Magic fragt, magst du lieber harte oder weiche Karten? Harte oder weiche Karten, also für ATM und so natürlich härtere Karten, da kann man einen besseren Druck mit aufbauen. Für den Spring würde ich aber weichere Karten empfehlen. Das heißt, kann ich nicht sagen, beides eigentlich. Ja, nächste Frage. Sonium Spoiler sagt, Spring auf dem Kopf. Okay, ein Spring auf dem Kopf. Das ging noch leicht. Sympathisch. Magic Charlie sagt, dreh dich im Kreis und mach einen Spring. Damit das nicht so langweilig ist, drehe ich mich jetzt 10-mal und danach mache ich einen Spring. Hans Fritz fragt, was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule würde ich sagen definitiv Sport. Flo31 fragt, kann dieser Kommentar von Snaddy Skyminis Exe gegessen werden? Okay, jetzt soll dieser Kommentar von Skyminis Exe Snaddy gegessen werden. Mal gucken, ob der Hunger hat. Okay, das ging schnell. Ja, anscheinend ein paar Tage nichts mehr gegessen. Magician X Lauren sagt, mach einen Flourish Kopf über. Magic Tommy fragt, kannst du mich grüßen? Nö. Skillgleich Toast fragt, gibt es einen Move, den du einfach nicht hinbekommst? Oh ja, da gibt's definitiv einen, und zwar der Riffle Fan. Ich kann den nicht, ich übe den schon relativ viel. Entweder so verkrüppelt oder mir fliegen die Karten runter. Falls jemand Tipps für einen Riffle-Fan hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Oh, da ging sogar noch. Ich schaff's nicht. Nächste Frage. Dave Curtis fragt, was hat es mit dieser Maske auf sich, die neben dem Sofa liegt? Okay, diese Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Welche Maske neben dem Sofa? Keine Ahnung, hä? Egal, nächste Frage. Coletti Magic sagt, mach mal 20 Schalierkatz in einer Minute. Okay, unten habe ich jetzt eine Stoppuhr. Geh jetzt auf Start. Okay, los. Und? Ab. Und. Okay, da sind schon, glaube ich, 20, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich ziehe aber noch bis zu einer Minute durch. Komm, noch 15 Sekunden. Einer noch und zack, fertig. Ja, das war's. Ja, einfach. Nächste Frage. So geht's, fragt, wie alt bist du und in welcher Klasse? Also ich bin vor ein paar Wochen 15 Jahre alt geworden. Ich gehe momentan noch in die 9. Klasse. Nach den Sommerferien dann in die 10. Valentina Mirko fragt, kann dieser Kommentar zu Matti fliegen? Okay, was stellt ihr für Fragen? Der wird eh nicht ankommen. Matti wohnt ungefähr 40 Kilometer entfernt von mir. Ich kann es mal versuchen, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Pass auf, Matti. Eine Ewigkeit später. Oh, ups. Ja, nächste Frage. Richard Schmidt fragt, wie bist du zur Zauberei gekommen? Die Frage war auch oft dabei. Das war ungefähr vor 3 Jahren. Da saß ich neben einem Freund im Bus auf dem Weg zur Schule. Da war ich in der 6. Klasse, ungefähr 12 Jahre alt. Da hat er mir ein paar Tricks gezeigt. Ich glaube, unter anderem auch ein Double Lift. Wie ich zu Hause ankam, habe ich mir ein Skat-Deck geholt aus der Schublade. Hab dann Kartentricks-Tutorials auf YouTube eingegeben. Dann kam da eins von Mattis Videos, hab's dann angeklickt.
Hab den Kartentrick gelernt, dann, ich glaube, am Tag schon 10 Tricks oder so gefühlt gelernt. Nach ein paar Monaten habe ich mir dann ein Pokerdeck geholt. Ja, seitdem mache ich das. YOLO Magic fragt, wurdest du schon mal von einem Monster entführt? Warum soll ich von einem Monster entführt werden? Es gibt erstens keine Monster und zweitens, ich habe so gesagt, ihr sollt kreative Sachen reinschreiben, aber sowas ist nur... Melanie Nicola Ua fragt, mit was filmst du immer? Ich mache eigentlich alles mit diesem Handy hier, ich filme damit, ich schneide damit mit dem Handy hier, das ist dann immer hier so dran. Ich weiß, hier liegen gerade viele Sachen auf dem Boden, aber eigentlich ist es hier mal eingeklemmt, hiermit filme ich immer, ja. Magic2Go sagt, mach einen guten Riffle-Fan hinter deinem Rücken, viel Spaß. VFX Artist fragt, was liegt 1 Meter rechts neben deinem neuesten Kartenspiel? Hier seht ihr alle meine Kartendecks, habe ich noch nie gezeigt so. Das sind insgesamt 44 Stück. Damit wäre auch diese Frage hier erledigt. Mein neuestes Deck ist das Meteor 4 2 Deck, habe ich als letztes ausgepackt. Rechts daneben 1 Meter. Das müsste dann durch die Wand sein. Mal gucken, was da ist. Was ist das für eine Frage? Kaninchen aus dem Hut fragt, wenn du nur noch einen Trick performen dürftest, welcher wäre es? Also wenn ich einen Trick als einzigstes nur noch performen würde, wäre das glaube ich der Double Lift, weil ich weiß nicht, darauf kriegt man sehr gute Reaktionen, es ist relativ einfach, geht schnell, kann man eine Routine drauf aufbauen. Ja, ich würde sagen Double Lift eigentlich, ist so der schnellste und beste Trick eigentlich, den man so machen kann. Laurens Magic fragt, kannst du diesen Kommentar aufessen? Okay, jetzt muss ich den Kommentar auch noch essen, dann mal gucken, wie er schmeckt. Okay, das schmeckt salzig und irgendwie trotzdem scharf. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Mischung. Hä? Lenny Lamy Play YouTube fragt, welcher Fußballfan bist du? Ich bin erst FC Köln-Fan. Ach. Richard Sch sagt, mach einen Flicker mit deinem Handy. Lulu Magie fragt, haben deine Decks Superkräfte? Ja, ein paar Karten können das. Zum Beispiel dieses Deck hier. Kennen, glaube ich, nicht besonders viele. Ist ein relativ unbekanntes Deck. Da können die Karten sich verwandeln. Andere Karten können aber auch in den Wänden kleben. Andere haben aber auch eher unnutzbare Fähigkeiten. 54, heb auf. Oder sie fliegen einfach. Okay, das war dumm. Oder manche Karten können sich sogar unsichtbar machen. Wie zum Beispiel die Pik 5, einer der stärksten Superkräfte. Sie ist da, aber man sieht sie nicht. Damit zur letzten Frage. Jonas 7 fragt, wer steht gerade hinter dir? Okay, hinter mir ist jetzt nichts. Ich weiß jetzt nicht, was du dachtest. Sympathisch. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Danke noch an den hier, an Scamini, an Matti und an alle, die eine Frage gestellt haben und an meine Schwester. Wenn eure Frage nicht dort vorkam, seid nicht enttäuscht. Ich konnte jetzt nicht alle mit reinnehmen, es waren zu viele. Ich hoffe, es war ein bisschen witzig, dass es euch ein bisschen unterhalten hat. Und wie gesagt, nochmal danke an die 1000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, war's es dann auch schon. Bis zum nächsten Video und tschüss.